Aix-en-Provence liegt nördlich von Marseille, in einem hügeligen Gelände mit Blick auf die Voralpen. Auf unserer letzten Tour näherten wir uns der Stadt von Osten, vom Montagne Saint-Victoire. Aix, wie die Franzosen kurz sagen, ist vor allen Dingen eine Universitätsstadt. Viele kleine Läden und Restaurants prägen das Stadtbild. Touristen kommen vor allem wegen Cézanne her, der hier gewohnt und gearbeitet hat. Bei unserem Aufenthalt fielen uns die vielen Brunnen auf. In den Gassen der Altstadt lässt es sich wunderschön bummeln. In der Fußgängerzone fiel uns dieser Mann auf. Aus gebrauchten Blechdosen fertigte er die unterschiedlichsten Gegenstände an. Dieser Minibus fährt durch die Innenstadt, auch durch die Fußgängerzone, und kann 3 Personen mitnehmen. Es gibt 3 Buslinien. Und auf Handzeichen halten sie überall an. Überrascht waren wir von diesem Bild, denn der Brunnen steht immer noch direkt vor dem Haus. Schön, dass es solche Handarbeitsgeschäfte noch gibt. Und immer wieder kleine Höfe, Plätze mit Restaurants. Natürlich darf ein Markt unter Platanen nicht fehlen. Auffallend sind die aufwendig gestalteten Portale der Bürgerhäuser. Ein beliebter Treffpunkt ist der Platz am Rathaus.
Zum Schluss möchte ich noch über Cézanne reden. In der Stadt gibt es ein Museum, in dem man viele Werke von Cézanne betrachten kann. Auch gibt es eine Broschüre, anhand der man die Plätze finden kann, von denen Cézanne gerne gemalt hat. Hier sind wir an einem von ihnen, dem Steinbruch von Bibi Müss. Zu ihm kommt man mit einer kleinen, aber schönen Wanderung oder auch mit dem Fahrrad. Hier hat man einen kleinen Park angelegt, von dem aus Cézanne seinen Lieblingsberg gemalt hat. Zurück in der Stadt kommen wir an einem Bullplatz vorbei. Von hier ist es auch nicht weit bis in die Camargue. Vielen Dank für Ihr Interesse.